Leute, willkommen zu einer Folge von der YouTube-Insel! Warte mal, Russik hat mir geschrieben! Leute, lass lieber mit Russik reden, oder? Weil ich bin mir noch. Ich kann das immer noch nicht glauben mit Endel! Komm zum Alpha Tower! Ihr habt ja gesehen, Leute, was in der letzten Folge los war. Er schreibt Ben, wo bist du? Warte mal, wir suchen ihn mal. Russik! Ihr wisst ja, Leute, Endel will einfach den anderen beitreten, dann will ich mit uns zusammenarbeiten. Wo bist du, Russik? Russik! Russik! Ich höre dich nicht! Russik! Alfie, es gibt ein kleines Problem, was ich dir noch nicht gesagt habe, ne? Du weißt ja, Max hat mich rausgeworfen. Russik, hast du schon das Problem von gestern gehört? Das mit Ente? Ja, der will einen anderen Clan beitreten, der will mit Essen zusammenarbeiten. Er will Dreizack-Clan, meinst du? Warte, ja. Ich muss Max eine Nachricht schreiben. Punkt. Ein bisschen auch dramatisch. Mein Lieber, und zwar habe ich bei Max Enderkristall im Keller platziert. Bei Crymax? Ja. Du warst das, oder was? Russik? Ja, ja. Du hast mich rausgeworfen. Geworfen. Oh. Wegen einem das Neuling. Kann gefährlich werden für ihn. Wirklich ehrlich? Ja, er hat mich rausgeworfen, noch wegen Yami, und deswegen war ich sauer und deswegen dachte ich platziere mal Kristalle bei ihm. Russik, das ist richtig Ärger gegeben, das kannst du nicht machen! Was machen wir jetzt? Russik, du bist in Gefahr! Du willst dich angreifen, ich kann mit! Sollen wir hingehen und gucken, ob er darauf reagiert? Ja, lass schnell gucken gehen! Oh oh, jetzt gibt's hier richtig Action schon wieder! Oh oh. Oh oh. Komm, wo bist du? Ich komm! Ich bin hier. Let's go! Russik, okay. Ich hab glaube ich schon einen Plan, falls es schief läuft, aber egal, lass es mal hinlaufen! Okay, lass Ansage droppen. Komm mit, begleit mich. Oh, Leute, ich könnte es vielleicht die Schuld einfach auf mich schieben, wäre meine Idee. Halt, jetzt Russik gleich Ärger kriegt, dann sag ich einfach, ich war das. Max. Du würdest, glaube ich, nichts dagegen machen, Leute. Dann... Hallo? Lukas! Wir arbeiten, Lukas! Nichts, Lukas. Ey, warte mal, Russik, bist du mal... Hä? Nein. Hör sich bei mir im Klaren. Nein, wir sind... Warum chillen wir zusammen, Bro? Wir sind ein Team, wir haben Frieden. Wir haben Frieden abgeschlossen. Was ist hier los? Max. Was geht, Freunde? Max, mein alter bekannter Freund, beziehungsweise Paulberger Ritteranführer. Das sind die Wörterkrieger. Du hast bei mir Enderkristalle platziert. Ja, warum machst du das? Ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind auch Freunde, aber du hast mich für den Neuling verraten. Du hast dich rausgekauft wegen Yami. Was für ein Neuling verraten? Will angreifen? Was hasselst du? Nur weil Yami irgendwas von mir quatscht und du nicht ihm glaubst, ich bin enttäuscht. Alter, das Russik. Das ist eine Warnung, ein Zeichen des... Yami hat mir erzählt, dass du mit Alphastein gemeinsame Sachen machst. Das stimmt gar nicht! Er hat nichts mit zu tun! Warum läufst du dann hier rum, Alphastein, wenn er nichts mit dir zu tun hat? Ich hab gehört, du bedrohst ihn! Hört gar nicht, die Küsse platziert, sondern ich war das! Ich hab die Küsse platziert, der Crymax! Ey, in dem Buch steht schon, dass Russik das war. Ich hab Russik Sander reingeschrieben. Ja, okay. Wenn du das geschrieben hast, was steht denn da genau drin? Das steht, Crymax. Es tut mir leid, aber du hast es verdient. Ja, liebe Grüße, genau. Russik. Also ja, Max, guck mal, ich sag dir ehrlich, ein Enderkristall ist nicht die Zerstörung, nur wenn man ihn auslöst, zerstört er die Sache. Genau! Du bist schuld! Das ist eine Warnung, ein Zeichen der Enttäuschung. Du hältst es Abstand von ihm, okay, haben wir es verstanden. Alter, Altverstein, was willst du denn überhaupt? Lass Russik in Ruhe. Du hast mich aus den Paulberger Rittern geworfen. Genau, der kann nichts dafür, der hat alles für dich getan, der hat gefahren, der hat Items geholt, der hat gegen Leute gekämpft. Ich wollte erst klären, was dahinter steckt. Und so wie ich das jetzt hier gerade sehe, hatte Yami ja wohl recht mit Alphastein. Nein, ich nehme den Schutz, wenn ich! Du hast gesagt, als ihr irgendwie dann Free-for-All fightet habt und keine Ahnung, euch geschnitten hast, du gesagt, du bist raus! Und du hast ihn doch gehauen! Ich hab alles auf Videobeweis! Du hast ihn gehauen mit deinem Schwert! Du hier, red ich überhaupt nicht. Und dann geht ihr alle auf Alphastein. Lass Russik in Ruhe! Geht an! Lass ihn in Frieden jetzt! Geh weg! Weißt du was, Alphastein? Ist okay, nimm Russik, macht eure gemeinsame Sache, seid Alpha-Clan. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ganz ehrlich, für die Aktion... Russik ist besser, so wirklich. Platzieren, das ist ein Angriff. Das ist ein Angriff auf Paul. Siehst du, wieder nicht verhandelt? Es ist erst ein Angriff, wenn man sie auslöst. Siehst du, wieder nicht verhandelt? Ich kann ja nicht mal meine Ender-Chest aufmachen. Die sehen schön aus. Sehr schön. Das ist wie ein Designer-Objekt, was nie da war. Die Leine, Alphastein. Oh Mann, lass ihn jetzt in Ruhe.
Ja, komm, genug für dich getan. Alles gut, ihr habt offiziell Paul Berger Hilfsverbot. Verzieht was? Euch das. Was? Was? Also? Was? Ich dachte, ich habe ein Grundstück hier. Genau. Ja, nicht mehr. Du bist gib mir dein Grundstück zurück. Ich war nicht beim Alpha Clan. Deswegen habe ich einen roten Helm. Ich bin ein unabhängiger Kämpfer. Genau. Ja, Alpha Clan geworden. Hey. Du bist schon genau wie Alphastein. Mit hier Sprengladung im Keller platziert. Max, es war eine Warnung, ein Signal. Ja, Warnung. Und es war meine Idee. Das gibt Krieg. Was? Max, was redest du da? Wir haben TNT-Blöcke ohne Ende. Wir können ganz aussprechen, wenn wir wollen. Ich hab auch TNT-Blöcke. Wir können alles noch nicht kaputt machen. Was? Du hast Yami für mich ausgetauscht und das wirst du bereuen, ich sag's dir. Ja, du wirst auch noch bereuen. Das ist Brüller Crybix! Jetzt ab, offiziell ist Krieg. Raus aus Paul Berger Hills. Wir werden uns noch sehen, Max. Wir werden uns noch sehen. Ja, verzieht euch, Junge. Wir sehen uns an Crybix! Sick, was war das? Schmeiß dich raus! Ja, er hatte doch schon letztes Mal das hier im Kampf. Ja, aber fahren, jetzt offiziell, jetzt hatte ich sogar ein Grundstück rausgeschmissen und aus Paul Berger Hills. Ich hab mein Grundstück verloren, Mann. Ich dachte, ich baue eine Villa und fang mir ein neues Leben an. Ey, aus Millennium! Wow. Was war das letzte Folge? Du hast die Wasserkrieger geholt! Was sollte das? Ich hab die nicht geholt, die waren zufällig da. Wird das zwischen uns klären können, aus Melina? Ja, genau. Ihr hättet es zwischen euch klären können. Genau, Lila. Das Gebäude steht da immer noch. Warum? Du musst abbauen. Wen schreibst du da? Hör auf! Ich schreibe niemanden. Wir müssen abhauen. Die holt die Wasserkrieger. Die sind gefährlich. Ja, die haben uns auch belauscht. Ich habe sie gesehen hinterm Haus, aber mir war es egal. Die waren hinter Max deinem Haus gerade. Was passiert hier? Jeder will hier Action machen. Ich verstehe es nicht mehr. Warum will jeder Ärger? Jeder will Krieg. Ey, ich habe nur Enderkristalle platziert. Das war eine Warnung, verstehst du? Eine Warnung. Er hat mich rausgeworfen. Ich muss ja auch irgendwie zeigen, dass ich da bin, weißt du? Er hätte einfach abbauen können, aber die zu explodieren lassen. Das geht nicht. Ja, die sind halt auch schön. Die hätte man auch lassen können, ne? Ja, genau. Wow. Was machst du jetzt? Hast du dich mit Ente versöhnt? Nein, haben wir nicht. Er will jetzt wirklich mit Essen zusammenarbeiten. Er will nichts mehr mit Alpha Clan zu tun haben, glaube ich. Er hat gestern im Video offiziell gesagt, dass er nicht mehr im Alpha Clan ist. Wir müssen mit ihm reden. Ich sag dir ehrlich, ich schreibe ihn jetzt an. Ente, wo bist du? Schreib ihn dann bitte, macht das hier. Ente, wo bist du? Ich habe ihn jetzt geschrieben, wir müssen es irgendwie hinkriegen, ja? Weil du hast selbst gesehen, wir haben Paul Berger Hills Kriegverbot gestartet. Das war aber nicht so geplant. Ich wollte ihm nur einfach nur ins... Ich habe im Brief geschrieben, dass ich sauer auf ihn bin, dass er mich ersetzt hat und sowas, weißt du? Dass er einem Neuling mehr glaubt als mir. Du weißt, was das bedeutet? Es gibt nur noch eine Wahl. Und zwar... Wir müssen reden, schreibe ich ihm. Und dann wirst du einfach auftauchen. Russi, ich hab schon so oft gefragt. Du bist der Auserwählte. Ich finde, du bist der Perfekte für den Alpha-Clan. Du musst jetzt reinkommen, wirklich, weil dann haben wir noch die Totenfall in dem Alpha-Clan. Und dann sind wir unbesiegbar. Dann können wir nicht richtig Stress machen gehen. Ich bin auch verbündet mit, was die Farms angeht, mit Army und der Totenfarm und alles drum und dran. Ich hab die auch ausgeliefert an die Wasserkrieger. Die nur ausgeliefert, aber die wissen doch nicht, wo das ist, oder? Doch, die wissen, wo die Farm ist, aber die wissen nicht, wie man die Farm aktiviert halt. Man braucht einen Pillager-Outpost, um die zu aktivieren. Genau, Rusik! Wir müssen den Hebel da wegnehmen von denen. Ja, nee, den hatten die nie. Die hatten nur quasi Totems. Aber im Endeffekt, wenn ein Pillager-Outpost irgendwo stattfindet, auf der Insel oder sowas, dann wissen die, wo die den ausnutzen können. Oh, das ist nicht gut. Das müssen wir denn wegnehmen. Ja, das geht nicht. Oh nein. Also, im Endeffekt kann niemand die Villager-Farm benutzen, bis keine Pillager da sind. So, weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe. Oh Mann. Oh, Leute, guck mal in den Chat. Wolf hat geschrieben, wir kommen schnell zu Max Haus. Okay. Jo, hast du es gelesen im Chat? Wir müssen schnell hingehen. Ja, ich hab's gerade gelesen. Wir müssen umdrehen. Oh, was haben die vor? Oh, was passiert da? Vielleicht wollen die jetzt irgendwas mit Max klären. Vielleicht reden die mit dem. Vielleicht haben die jetzt mitbekommen, dass du böse bist, Russig. Und sind dann gegen dich. Ich bin nicht böse. Ich habe nur Enderkristalle platziert. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, vielleicht machen die dann was gegen deine Farm. Du musst aufpassen, sonst machen die Totenfarm kaputt. Ich glaube nicht, dass sie die kaputt machen. Russig, ich weiß nicht. Wenn die das eben mitbekommen haben, vielleicht denken die dann, du bist sehr böse und wollen dich angreifen. Wer weiß. Oh, du wirst nie, wer dein Freund und Feind ist. Oh, warte mal, Russ, hast du davon, oder? Ja. Schnell, dürfen uns nicht sehen. Was passiert dir? Die wollen richtig Action machen. Perfekt. Wo sind die? Oh, da vorne, ich sehe. Da vorne, ich sehe.
man hier irgendwas, Leute? Das war ich nicht, das war ich nicht. Lass mich drüber reden. Oder russisch. Hä? Auf jeden Fall. Die Musik erwähnt. Mit der Creeper Farm, ich hab das schon gesagt, dass ich die Einzige habe. Weil das so mein Business so ist, weißt du, ich meine? Oh, die reden in der Farm. Und jetzt halt auch. Okay, dann ja, bin aber ich das ist ja was anderes. Dann will ich jetzt auch der Einzige sein, der Netherite farmen darf, weil ich will mit Netherite haben. Ja, Bro, nee, ganz kurz. Das zu sagen, hört sich natürlich doof an. Aber wenn du das sagst und dafür kämpfst und so, dann kann man das schon machen. So, ich will ja meinen Hack damit verdienen, mein Business, Junge. Und da habe ich keinen Bock auf Konkurrenz. Aber das ist was anderes. Das ist auch nichts Korrektes. Ich sag, ich soll er weggehen. Okay, aber also, okay, du gibst selbst zu, dass dein Verhalten nicht korrekt ist. Okay. Nee, das, in der Sicht ist es nicht korrekt. Aber wirklich, dass bei Blackjack, ich hab ihm sogar TNT als Entschädigung gegeben. Mich stört das nicht, dass er selber dann sowas hat, sondern da hat es mich wirklich einfach nur gestört. Bro, Alphastein hat jetzt wieder unendlich TNT und das hätten wir jetzt im nächsten Schritt dem auch noch irgendwie wieder weggenommen. Damit wir wollten, dass Blackjack seine Farm umbaut und er wollte das nicht umbauen und deswegen... Ja, aber dann können dir doch die Leute... Wo sind die Leute? Wo sind die? Du gehst doch nicht hin jetzt. Wir wollen jetzt hier mein Haus bauen, deswegen reiß ich dein... Wohin die, hä? Bro, wenn man nicht hart durchgreift, dann macht halt jeder, was er will, ganz einfach. Ich will im Geheimgang. Wasser was bauen, wo eure Glasbase ist und jagt was in die Luft da. Genau, lass dein Kallax Farm in Ruhe! Was willst du denn jetzt hier schon? Lass die Creeper Farm in Ruhe, wir brauchen die! Verzieh dich. Zählt an mich mit Burg und ich zünd es Christus! Lass mein Kralax in Ruhe jetzt! Geh weg! Ich hab doch hier alles unter Kontrolle, Alphastein. Lass ihn seine Farm bauen! Wir brauchen die Creeper Farm und ihr müsst damit leben! Du hast Verbot in die Creeper Farm! Nein, hab ich nicht, weil ich hab schon voll viel geklaut werden! Siehst du, was das Problem ist? Guck, er ist geklaut! Das ist der Sinn davon! Ja, aber gib mir was denn für eine Ausrede? Danke, Max, Bro, du bist der Beste. Danke für die Farben, Kollege. Ich gehe weiter. Hier wird er der Mächtigste. Hier und ballert alles in die Luft. Glaub mir. Genau das wollte ich verhindern. Ja, aber. Let's go! Ich muss Russik fragen, wo die Farm ist, Leute. Der hat ja noch mit TNT-Staub. Creeper-Dings. Wo bist du, Russik? Ich bin noch bei Max Haus. Let's go, Leute. Das ist unsere Chance. Wir müssen schnell zu der Farm gehen und das ganze Schwarzpulver mitnehmen. Ich weiß ja, Russik, wo das ist. Auf Berg. Warte mal, auf dem Berg ist er. Dann lass das schnell hochgehen. Es funktioniert nicht immer. Wo, Russik, wo? Russik, hallo! Ja. Wo bist du? Hier unten, hier, rechts neben dran. Hier, hallo, Russik, ich habe eben alles gehört. Wir haben uns gestritten wegen der Creeper Farm. Wir müssen schnell zur Creeper Farm von Max gehen. Okay, ja, weißt du, wo die ist? Ja, ich weiß, wo die ist. Wirklich? Ich mach mein Inventar leer. Ich muss so viel mitnehmen, wie es geht. Okay, lass uns dein Inventar leer machen. Elina, du hast nichts gehört! Mach deine Ohren zu, Elina! Mach deine Ohren zu! Du vergisst jetzt alles, was gehört ist, okay? Elina! Alles vergessen, Elina! Alfie, warte mal. Alfie, chill, Alfie, guck. Elina, vergiss alles! Warte. Guck mal, du hast nichts gehört. Elina! Wenn ihr euch im Alphi gehört und ich was fragt. Ich habe eine gute Idee, du hast nichts gehört, gell? Du hast nichts gehört, Lena, okay? Wirklich, du hast doch nicht reingeschnitten, falls du aufnimmst, okay? Ja, es ist alles raus mitgehört. Alles rausschneiden, bitte. Nein! Jungs, erwischt! Ich muss schon eine Metalle machen, solange ich noch kann. Ich gehe erst mal alles in mein Geheimlager bringen, in meine Geheimkiste. Ich mache eine Metalle. Warte, lass kurz erstmal gucken, ob da überhaupt was ist. Vielleicht ist da gar nichts. Ist es nah, oder was? Ja, komm mit. Ich folge dir. Let's go, ich weiß doch gar nicht, wo das ist. Folge ihm jetzt einfach mal. Ist allein jetzt schon wieder. Oh. Ist doch nicht hier. Es gibt ein... Das ist Schnellstraße, oder was? Das haben wir uns nicht gehört. Hier. Das habe ich gesehen, mein Freund. Wir müssen hier hoch. Das ist eine Autobahn, oder was? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches haben die hier gemacht. Okay. Komm jetzt bin ich mal gespannt, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, schnell. Du hast hier voll Mühe gegeben, oha. Was denn heute hier? Ist einfach in die Autobahn. Lauf. Ich bin gleich hier. Lol. Okay. Oha. Wie krass, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so Mühe geben. Dann mach ich mal zu. Weiter. Ob wir richtig sind. Nee, du weißt nicht. Ich dachte, du weißt den Weg. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hier. Let's go. Da gibt's Sinn, glaube ich. Ich bin gespannt, Leute. Oh mein Gott. Nein, so einfach. Ja, aber... Wo kommt der Staub raus? Ich weiß nicht. Hier sind ein paar Stacks. Ja, lass mitnehmen. Schnell. Nimm mit, ein bisschen. So viel, wie es geht. Hier ist nichts. Hä, aber die müssen auch noch mehr irgendwo gelagert haben. Nee, ich glaube, die haben das alles dann versteckt schon oder so. Aber wir haben auch... Ich habe 1, 2, 3, 4 Stacks oder so.
Kann nicht sein, da unten ist noch eine Kiste. Ich glaube, da unten sehe ich noch eine Kiste. Keine Ahnung. So, wie kommen wir da hin? Ich hole die Kiste. Die können nichts von mir verstecken. Ich bin einfach kleiner Führer. Oh mein Gott, wir gehen. Ey! Wie kann man hier? Oh, nee, das ist Quatsch. Doch, doch, ich weiß wo. Items nehmen verboten. Farm ist erlaubt. Items nehmen ist verboten. Es ist verboten, mit uns Stress zu machen. Das ist verboten. Ja, es ist verboten, mit uns Stress zu machen. So, da ist nämlich noch eine Kiste. Da sehe ich noch eine. Die hole ich jetzt. Okay, hol. Oh, oh. Hol, mein Lieber. So, hier platzieren wir Blöcke. Dann können wir hier drauf gehen. Ich muss meine Rüstung ein bisschen reparieren, fällt mir gerade auf. Mach das. Ah, ich komme nicht hoch. So, jetzt. Mal gucken, was hier in den Kisten ist. Oh, und? Ja, nix. Warte mal, was kann ich sein? Ja, vielleicht haben die doch gar nicht so viel. Ich weiß es nicht. Hier muss noch mehr sein, ich bin mir sicher. Ich muss auch sagen, die Farm ist nicht wirklich schnell. Also es fallen ein paar Creeper runter, so klar, aber es ist jetzt nicht so, warum, dass das sonst, Leute? Tausende Creeper runterfallen, weißt du, wie ich meine? Wir sind echt nicht mehr Kisten, das ist wirklich alles. Wir haben noch 5 Staub, hast du wenig, Leute, wir brauchen noch mehr TNT. Ja, okay, dann hauen wir haben jetzt bis jetzt 1 Stack TNT-Block hier bekommen, okay, das ist eigentlich schon ganz gut. Ich will doch mal oben gucken, das kann wirklich nicht alles sein. Ja, vielleicht haben die es alles schon in Enderchesten transportiert oder sonst was. Niemals! Ich weiß nicht. Vielleicht so schlau sind die nicht! Vielleicht gibt es hier auch irgendwie so einen Geheimgang oder so. So schlau sind die auch nicht! Ich weiß es nicht. Hier ist irgendwo eine Geheimkiste, hier sind irgendwie Bilder, das ist voll auffällig. Ja, hier sind Wahlbilder. Versteckt sein hinterher. Komm schon! Hier sind echt viel zu viele Bilder, Bro. Das ist echt auffällig. Ey, sollen wir die Bilder einfach einmal abbauen oder lieber nicht? Nee, ich glaube, dahinter ist nichts. Okay. Okay, egal, dann müssen wir das nächste Mal hinkommen, wenn alles voll ist. Okay, aber wir wissen, wo es ist. Ja. Okay, ich nehme noch die Creeper ein bisschen mit, damit ich schön Level mache. Oh, warte mal, Russik, mir fällt gerade ein wegen Ente. Ich bin ja nicht so gut mit ihm. Du könntest ja vielleicht mit ihm reden gehen. Und ich höre ein bisschen zu. Ja, du sagst mir, wo ihr seid, und dann höre ich einfach zu, was der so zu sagen hat, was jetzt deine Pläne sind. Ich schreib mir mal, wo er ist. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Gut, ich mache Inventarleere, zack. Wir haben noch so das Looting-Schwert, das heißt, wir kriegen noch mehr. Ich brauche Dinger. Ich habe meine Rüstung jetzt gleich durch, das ist sehr stabil. Sehr gut. Okay, Leute, dann machen wir das gleich mit Ente. Dann wird's richtig abgehen. Okay, Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg. Das war der Wasserkrieger-Base. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Ente. Let's go, Leute! Okay, Leute, da sind wir wieder auf der Insel zurück! Jetzt müssen wir zu der Wasserkriegerbase. Wo war die nochmal? Welche Richtung? Ich glaube, die andere Richtung. Ja, die Richtung. Leute, muss ich jetzt beobachten, was hat eigentlich zu sagen? Will er doch wieder zurück oder nicht? So, Leute, hier ist die Wasserkriegerbase. Jetzt ganz schnell. Wo ist Ente? Und wo ist Russing? Wo reden die? Ich muss noch gerade zuhören. Oh, da ist Russik. Dann ich verstecke mich hier irgendwo. Ich hoffe, Ente hat mich nicht gesehen. Ich mache mir hier einen Block auf. Dann kann ich hier atmen. Alles mitbekommen. Leute, ich muss mich hier irgendwie voll gut verstecken, aber ich weiß nicht wie. Was ist gleich da? Wir treffen sich in der Mitte. Wie soll ich da hingehen, ohne gesehen zu werden? Voll schwer. Kann ich mich hier einfach in die Ecke, an die Seite gleich bauen? Ich probiere das mal. Ich habe eine Idee. So, da ist Russik. Da ist auch Ente, da ist auch Ente. Was geht, Russik? Ey, wir müssen reden. Wieso müssen wir reden? Was gibt's? Guck mal, das Ding ist, ich habe nachgedacht, ne? Ich hab nachgedacht? Guck mal, das Ding ist, ich habe mich richtig schlecht gefühlt letztes Mal. Ja, ich kann stehen bleiben, Leute, perfekt! Ich glaube, ist es jetzt wieder so billige Falle? Wo steckt Alfie? Nein, ich habe mich schlecht gefühlt, weil eigentlich hast du dich mit Alfie attackiert und alles drum und dran wegen mir. Weil ich dich geprankt habe, weißt du? Also ja, eigentlich ist es meine Schuld, wieso das Ganze eskaliert ist. Du hast deinen Goldapfel gegessen, warst sauer wegen dem Prank, bist auf Alfie losgegangen und mein Herz macht das nicht mit und ihr seid so lange Freunde. Ich finde, ihr solltet zusammen wiederkommen. Also, weißt du, ich meine, ich verstehe, wie wir Freunde werden. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber der hat mich gestern verfolgt. Der wollte mich wirklich besiegen und meine Sachen klauen. Der hat mich durch den Wald gejagt. Nein! Du hast gerade so überlebt. Ja, aber vielleicht war er auch einfach sauer, weil du an dem Tag ihn ja angegriffen hast und nicht, das eskaliert ist. Vielleicht solltet ihr euch aussprechen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe Angst, dass er mich dann angreift. Alter, er wird dich niemals angreifen. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich würde niemals angreifen, Leute. Ich bin erst angegriffen. Ja, aber vielleicht müsst ihr auch reden miteinander. Was soll ich mit dem reden? Ja, keine Ahnung, Versöhnung, so, ihr habt euch vielleicht missverstanden, so, Entschuldigung hier, Entschuldigung da, und dann habt ihr euch wieder lieb. Ich schreib Russik. Ich weiß nicht, ob das noch wirklich ist.
Ente, es frag ist möglich. Frag ihn, ob er noch es gibt in keinen anderen Weg. Alpha-Clan will. Ihr müsst wieder, ja, im Alpha-Clan zusammen sein, weißt du, ich meine? Bist du jetzt auch im Alpha-Clan? Ich bin noch nicht im Alpha-Clan. Oh, da steht Ente genau über uns! Aber es könnte sein, dass... Was hat Janis da gemacht, den Osten Melina besiegt? Ich keine andere Option habe. Sehr gut, das ist im Alpha-Clan! Oder was? Dann sind wir dann auch Feinde, wenn ich dich nicht für Alpha vertrage. Ja, also ich sag dir ehrlich, ihr müsst euch auf jeden Fall, ja, vertragen. Ich kann versuchen, mich mit Alpha auszusprechen, aber ich werde mich trotzdem auf einen Kampf vorbereiten, falls das nicht anders will. Ja, aber ich finde, ihr solltet mich unterhalten erstmal, ja? Okay, dann musst du Treffen ausmachen, wann und wo wir uns treffen, dann redest du mit Alpha. Wann, wo, vielleicht am besten... Oh oh. Keine Ahnung, jetzt? Jetzt? Und hier? Ende! Hallo! Hey! Ich hab's genau gewusst, dass nein, nein, warte, ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Du willst gar nicht in Alpha Clan, oder was? Du willst gar nicht mehr zurück. Ich bin eine Gefahr von euch, ich wusste. Du bist undankbar, Ente. Du bist ein Unrussek, das war eine billige Falle von dir. Ich dachte, man kann mit dir reden, Ente. Nein, nein, nein. Ey, hör auf anzugreifen. Ente, ich bin dafür da, um euch zu schlichten. Ich dachte, ich kann mit dir reden, aber es bringt anscheinend nichts. Hör auf! Ja, man kann mit mir reden, Alpha! Man sieht dir das, wenn ich mit mir reden kann, weil du mich im Arm greifst! Guck mal, ich hab ihn vergiftet, alles gut. Ich hab ihn vergiftet, alles ist gut. Du wolltest gestern, Ente, kämpfen! Nein, du hast mich als Erster abgefallen, du hast mich in den Dschungel gejagt! Du hast zuerst gesagt, ich verlasse offiziell den Alpha-Clan! Ja, weil du in deinem Video gesagt hast, dass du mich nicht mehr haben willst im Alpha-Clan. Ja, aber heißt nichts. Ich wollte auf deine Reaktion einfach hören und du willst wirklich rausgehen. Das geht weißt nicht. Warum ich mich das gemacht hat, Alpha, hey, komm, hey, 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 hey. Das will ich jetzt nicht wirklich. Hört auf, mich anzugreifen. Wusste ich kann nicht mehr mit dir reden, ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich kann dich nicht ernst nehmen, Alpha, was soll das? Guck dir den an, Rustik, wirklich, er will gar nicht mehr in den Clan, er ist anders geworden. Seitdem er seine OP-Items hat, ist er böse. Nein, ist er nicht. Ich hab die Items geholt, mit denen ich dich zerstören kann, da kannst du gar nichts machen, egal. Ja, aber du kannst mich zerstören, Ente, nicht in dieser Welt, Ente. Ich war immer stärker als du in Minecraft. Ich mach dich bald platt, Alpha, wenn du so weitermachst. Ente, ich hab dich immer besiegt, egal ob Bad Wars oder andere Videos. Ich mach dich immer platt, Ente, du wirst mich niemals besiegen. Ente, Alchi, hör auf jetzt, es reicht. Ihr müsst euch vertragen! Gib auf! Ihr müsst euch vertragen! Komm jetzt einfach wieder in Alpha, keine Arbeit zu wieder niemand für niemand gibt auf! Stopp! Fertig jetzt! Wir brauchen wieder Items, Ente! Du musst ins Farm gehen! Wir brauchen nicht nein. Wieder! Nein! Ich werde aber nicht neu aus Sklave sein! Doch, Ente, wirst du! Ey, Alpha! Siehst du das, Rufi? Er will nicht mehr für uns arbeiten! Nein, er ist eine freie Ente! Hörst du nicht? Er ist keine freie Ente! Er ist ein Sklave, Alpha! Ja. Du hast mich nicht mehr ein Freund behandelt! Du hast mich von Anfang an wie ein Sklave behandelt! Gar nicht, Ente! Ihr müsst zusammen farmen! Was wird denn für ein Unsinn? Beide! Du musst für mich farmen gehen, ich besorge dafür, dass dem Clan gut geht! Du sagst gar nichts! Ihr müsst zusammenhalten! Ihr müsst zusammenhalten, weil ihr Freunde seid und zusammen durch dick und dünn auch zusammen geht auf farmen Ente, gehen! Los, hol ich alle Ente! Nein, ey, was soll das? Geht weg, du dumme Ente! Hol ich Ente, das verdient! Ey, das geht auf jeden Fall nicht weiter, liebe Freunde! Geht auch nicht, Ente! Warte, aber du wirst sehen! Hä? Du wirst es nicht mehr vertragen, Alpha! Guck, dann interessiert das gar nicht! Heute nicht! Ich will dich gar nicht mehr vertragen, Mann! Nee, Leute, hat ihr gesehen, wie frech der ist? Ich will gar nicht mit ihr reden, Leute! Er sagt die ganze Zeit, er kann mich besiegen und so! Voll unnötig, was er da erzählt! Und Chatter sagt, okay, Alpha, es tut mir leid, ich hab eingesehen, ich hab Fehler gemacht! Sagt ihr, der kann mich einfach die ganze Zeit besiegen, Leute, und ist stärker als ich! Leute, das hat doch nichts mehr mit Freundschaft zu tun! Er will mich einfach nur fertig machen, er will mich auf den Boden sehen, er will mich komplett unten sehen, er will mich im Keller sehen. Er will, dass ich alle meine Items bestimmt verliere. Damit ich keine Macht mehr habe, Leute, das geht überhaupt nicht. Ich gehe lieber zu Kianis, ich frag, wo der ist. Und er hat gerade einfach Osten Melina besiegt. Wir haben ihn doch gesehen, wie die uns belauscht hat. Vielleicht hat er das mitbekommen und die deswegen angegriffen. Alpha Tower, sofort Besprechung, ich komme. Gleich da, ich bin gleich da. Wo bist du, Kianis? Kianis! Was passiert, Janis? Hast du sie besiegt? Hör zu, ich hab Elina geholt, so wie du es gesagt hast. Ich wollte dir den Kopf bringen, aber ich weiß nicht, wie man diesen verdammten Kopf da abbaut. Wo ist der Kopf? Ich konnte den nicht abbauen. Du musst einen Pisten dafür, du musst einen Pisten craften mit Redstone und so. Boah, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist einfach, wenn ich den abbaue, dann hab ich den. Du hast auch so viele Pfeile an dir dran, oha, was ist mit dir passiert? Aber ist nicht schlimm, hör zu. iCrimex hat das gesehen und er hat mich angegriffen. Wir müssen mit dem reden jetzt.
Oi, Kramix ist auch ein Feind von uns, das musst du wissen. Ich hab ihn fast fertig gemacht. Das halt war du musst kommen, ja, er hat aber. Du bist so ein krasser Kämpfer, lass ihn gehen! Komm mit! Let's go! Mach den Kramix Plattmann! Junge! Leute, hä? Die Folgen. Falsch angelegt! Ist so! Leute, die Folgen bestehen nur noch aus Hingehen und Stress machen. Was ist das? Ich will mal wieder ein Haus bauen. Aber irgendwie kann ich gerade nichts ändern, Leute. Alpha Clan! Alpha Clan! Los, ich bin falsch angelegt, Kramix! Und ich kann das auch langsam auch nicht mehr. Ihr sagt auch immer, es ist immer zu viel Stress in den Videos. Habt ihr auch recht? Ich finde langsam auch. Wir streiten uns nur die ganze Zeit. Ja, oder? Oh, Leute, Mann. Was soll das? Ich muss jetzt in den nächsten Folgen mal dafür wieder sorgen, dass ich mal wieder was baue. Ich habe Bauen echt vermisst jetzt auf der YouTuber-Insel. Ich will mir eine richtig coole Burg bauen für den Alpha-Clan. Nicht die Kianis-Bot, sondern ein bisschen weiter weg. Was soll das? Wo bist du? Zeig dich! Zeig dich, Alcrimix! Alcrimix! Du kannst dich nicht verstecken! Wo bist du? Wo bist du, Max? Wo versteckst du dich? Ich hab keine Ahnung. Was Max, zeig dich! Wo bist du? Sollen wir ihm eine Nachricht hinterlassen? Ja, hast schreib ihn. Ich hab kein Schild, nicht, ich hab kein Holz. Du hast kein Holz? Nee. Ich hätte in seinen Kisten Holz. Warte, hier ist ein Baum drauf. Ich glaube einfach aus den Kisten. So, Leute, ich hab das Schild gecraftet. Ja, ich hab das Schild gecraftet. Ich bin da. Kommt schnell, bevor der kommt. Ich schreib ihn nur. Max. Hä? Ente! Bleib weg, Mann! Was wollt ihr? Zieh Leine, Ente, ist meine Region! Alpha! Such dir ein eigenes Zuhause! Alfi! Du bist hier nicht willkommen, Ente! Oha! Ich hab nur deine Stimme! Du bist verbannt von der Stadt, Ente! Ich kann dich nicht sehen! Du bist verbannt, Ente, von der Stadt! Ente! Ente, hier ist Entenverbot! Wieso? Ey, wieso kommst du jetzt Ente, sind dir nicht erlaubt in der Stadt! Unser Kampf ist doch nicht vorbei! Ey, warum sollst du Ente? Warum sollst du alle Ente? Was soll das mit dir, Ente? Ich treffe doch nicht Ey! Okay, okay. Warum soll ich jetzt bei... Ey, wo ist der Crimex? Wir müssen ihn finden, ich hab die Schilder hier! Platziere die Schilder bei ihm! Ich muss schnell mit Ente klären, nimm die Schilder! Nein! Wie nein? Leute, ich verstehe es nicht mehr! Ich sag ehrlich, genau jetzt hat Russik doch gesagt. Leute, ich werd mich verziehen, ich sag's ehrlich, ich werd abhauen! Fucking alles ist unfair! Hey. Du hast uns betrogen, Ente! Ist so, Ente, du bist gar nicht betrogen! Er hat Schutz gesucht! Er sucht Schutz bei anderen Clans, das geht überhaupt nicht klar! Ja, aber ihr müsst die ganze Zeit. Geht nicht, Ente, du Verräter! Oh, ihr habt euch gestritten, ey, Alfi! Wir haben den Alpha-Clan und dann geht's einfach zu den Dreizack-Brüdern! Du wolltest dich mit ihm wieder versöhnen, als Bruder! Hey, nein, Mann! Ey, lass ihn in Ruhe! Ente! Du bist ein verräter Alpher, du hast dein Dreizack getan! Ente, ich hab dafür bezahlt! Die Geld gekostet der Dreizack! Ente, lauf weg! Ente, wir klären das Land einmal! Ente, lauf! Janis, ich kann das nicht mehr! Junge, die haben uns einfach betrogen, Alter! Ne, Russik ist ein Streitschlichter, aber nur Ente hat mich betrogen! Warum aber? Warum? Der wollte zu deinem Bruder gehen, ich versteh's auch nicht. Er ist einfach undankbar. Er denkt die ganze Zeit, ich hab ihn ausgenutzt, aber ich hab ihn so viele Items gefarmt. Ich war mit ihm farmen, im Warden angegriffen, wir haben voll viel zusammen gemacht und er sagt, ich hab ihn nur ausgenutzt. Mann. Ey, wegen dieser Kopfgeschichte. Hör mal zu. Ja. Kannst du mir das craften oder kannst du mir das kurz zeigen? Einfach pisten heißt das. Warte mal. Ich schick dir in Discord, wie man das craftet. Okay, aber jetzt eine andere Geschichte. Wir müssen Alcrimix jetzt. Der hat mich angegriffen, Mann. Ich habe heute schon genug Ärger mit Alcrimix gemacht. Ist doch egal, der hat mich richtig mies angegriffen, Mann. Den müssen wir holen, den müssen wir suchen. Das ist ein Ehrenwort. Einfach schnell. Du hast gesagt, einfach schnell. Janis, die haben eben mit The Vive geredet. Ich glaube, wenn wir den jetzt angreifen, dann werden die uns alle zusammen angreifen. Seit wann hast du so Angst? Weil eben war zu viel Stress. Wirklich, Janis, ich muss erstmal überlegen. Ich muss über alles nachdenken. Nein, ich war immer Clan-Anführer, aber wir haben aktuell eine Krise am Laufen. Ich erkläre die Krise später wirklich. Janis, wirklich. Alpha Clan ist immer da, aber ich muss schnell was machen. Ich muss schnell was verändern, wenn ich den Alpha Clan retten will. Ärger mit dem können wir immer machen. Wir haben TNT, wir können sein Haus sprengen, wenn wir wollen. Was machst du denn jetzt? Ich muss meine Pläne schmieden. Ich habe ihn auf jeden Fall hier ein Schild reingesteckt. Sehr gut, sehr gut. Du würdest jetzt auf jeden Fall Angst haben, okay, Kianis, ich muss erstmal los, pass auf dich auf, aber wenn irgendwas ist, schreib mir sofort, ich komme und rette dich. Ja, los. Ciao, ciao. Tschüss.
Leute, es ist gerade mir wirklich alles zu viel geworden. Wirklich jetzt. Ich muss mir wirklich einen neuen Plan machen. Das ist alles heute viel zu chaotisch schon wieder. Ich will endlich mal wieder was bauen. Vielleicht den Tower fertig bauen oder so. Ich weiß doch nicht mehr. Leute, es ist echt viel zu viel hier. Lasst auf jeden Fall erstmal ein Like da, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, um nicht weitere Folgen zu verpassen von der YouTuber-Insel. Und, dann würde ich sagen, tschüss, Leute!